ist ja gerade noch mal gut gegangen. Mhm. Dafür haben wir jetzt ein anderes Problem. Hm? Oh shit. Toll. Jetzt kann ich meinen Führerschein vergessen. Sie wollen sich doch in Zukunft gegen Ihre Schwester wehren, richtig? Ja. Dann sollen Sie sich von ihr nicht in die Karten schauen lassen. Aber warum nicht? Weil sie sich dann sicher fühlt und denkt, dass sie sie auch weiterhin manipulieren kann. Du hast Teile deines Vermögens beiseite gebracht, damit du mir nicht so viel zu zahlen brauchst. Wo hast du denn den Schwachsinn her? Informieren, dass es mit der Umbenennung ihrer Auslandsfirmen geklappt hat. So kann man die wahren Besitzverhältnisse nicht zurückverfolgen. Und sag mir jetzt bitte nicht, er hätte sich verwählt. Das würde ich doch nie tun. Natürlich nicht. Genauso wenig, wie du heiraten würdest, obwohl du noch verheiratet bist. Peter, was hältst du von mir? Du bist dümmer, als ich dachte, Clara Maus. Wegen ein paar läppischen Firmen riskierst du deinen wunderschönen Adelstitel. Da musst du den Anwalt falsch verstanden haben. Das glaube ich nicht. Denn ich bin jetzt wieder vollkommen nüchtern. Gut, ich habe ein paar Firmen auf einen anderen Namen umschreiben lassen. Firmen, deren Existenz du mir bisher verschwiegen hast. Ja, das war sicher ein Fehler. Aber ich bin mir sicher, dass du keine Anteile an diesen Firmen hättest haben wollen. Och, wenn es Geld bringt, beteilige ich mich auch an der Herstellung von Sondermüll. Wenn es Geld bringt, das ist genau der Punkt. Diese Firmen sind nichts weiter als Abschreibungsobjekte. Sie machen nichts als Verluste. Verluste? Ja. Und deswegen finde ich es äußerst großzügig von mir, dass ich dir keine Anteile habe überschreiben lassen. Aber wenn du natürlich darauf bestehst, dass ich auch meine Verluste mit dir teile. Nicht nötig. Ich habe sowieso nicht vor, Steuern zu zahlen. Das übernimmst du doch gerne für mich, oder? Eins verstehe ich allerdings nicht. Warum du diese Unternehmen unbedingt unter falschen Namen weiterführen willst. Sie machen nichts als Verluste, das ist schlecht für den Ruf, wenn die Presse davon Wind bekommt. Dann wäre dein guter, illegal getragener Name in Gefahr. Eben. Ja, welch ein Glück, dass du mich nicht an diesen Firmen beteiligt hast. Sonst wäre unter Umständen auch der Name Kaufmann ruiniert gewesen. Ja, du siehst, ich will nur dein Bestes. Los, wir tauschen die Plätze. Daniel! Die Bullen sind doch nicht bescheuert. Die haben genau gesehen, dass ich gefahren bin. Gabriella, rück rüber, ja? Ich habe meinen Führerschein dabei. Ich werde dir schon klar machen, dass ich gefahren bin. Komm. Okay, wir versuchen. Was gibt's denn? Kann ich bitte mal Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen? Natürlich. Guten Tag. Bitte sehr. Okay. Herr Fritzsche, Sie sind gefahren? Sicher. Ich würde nie jemanden meinen Mustang fahren lassen. Wissen Sie, ich habe lange für den Wagen gespart. Wissen Sie, wie das ausgesehen hat? Als ob Sie Ihrer Freundin eine kleine Fahrstunde gegeben haben. Okay, Arno, dann komme ich sofort auf die Baustelle. Das heißt, nein, ich muss noch etwas mit einem Zeichner besprechen. Ich könnte frühestens in... Okay, dann sehen wir uns her. Okay, bis dann. Tschüss. Herr Hiller, was kann ich für Sie tun? Einiges. Und im Gegenzug könnte ich Ihnen behilflich sein. Nehmen Sie doch Platz. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Sie an Brandnerbau sehr interessiert sind. Na ja, ich arbeite. Herr Brandner, machen wir uns doch nichts vor. Sie wären doch gern der Chef. Aber diese Hoffnung können Sie begraben. Clarissa wird Ihnen die Firma nie überlassen. Sie spielt Ihnen zwar im Moment die Gönnerin vor, aber wenn sie sie nicht mehr braucht, dann lässt sie sie einfach fallen.
Sie sprechen noch zu fahren. Um mich machen Sie sich mal keine Gedanken. Ich möchte Ihnen vorschlagen, mit mir zusammenzuarbeiten. Gegen Clarisse. Hille, ich weiß nicht so recht. Wieso soll sich Ihnen trauen? Sie glauben, dass Clarisse mich geschickt hat, Sie zu testen. Wieso würden Sie gegen Clarisse vorgehen? Sie versucht, mich auszutricksen, wo sie nur kann. Tatsächlich? Ja, und ich lasse sie im Glauben, dass ich es nicht merke. Das bedeutet, Clarisse hat sie nicht ganz freiwillig zum Teilhaber gemacht. Könnte man sagen. Aber versuchen Sie es gar nicht, mich auszuquetschen. Wenn ich mit Ihnen kooperiere, was springt dabei für mich raus? Machen Sie einen Vorschlag. Ihr Anteil am Brandenburg. Okay, einverstanden. Und wenn wir es richtig anstellen, kriegen Sie Clarissas Anteil sogar noch dazu. Ich muss noch drüber nachdenken. Entschuldigen Sie, Gräfin. Ja? Wissen Sie, wann Ihre Schwester aus der Stadt zurückkommt? Nein. Warum fragen Sie? Sie hat Besuch von Frau Ryan. Nina, sie kann ruhig hier auf Sie warten. Bitten Sie sie herein. Gern. Frau Ryan? Danke schön. Danke. Hallo. Hi. Setz dich doch. Danke. Willst du einen Tee? Oh, nein, danke. Du hast etwas mit Isabel zu besprechen? Mhm. Ich habe vielleicht einen Job für sie als Model. Erika will sie nochmal für ihre Kampagne engagieren? Nein. Erika hat nichts damit zu tun. Meine Mom braucht ein neues Gesicht für ihre Kosmetikprodukte. Wie kommt sie denn auf Isabel? Na ja, sie weiß, dass Isabel damals bei einem Shooting eingesprungen ist. Meine Schwester als Model. Das gefällt mir. Naja, erstmal muss sie Probeaufnahmen machen. Ich kann ihr noch nichts versprechen. Trotzdem, es ist eine großartige Chance. Sie wird begeistert sein. Isabel, stell dir vor, du sollst für die Kosmetikfirma von Ninas Mutter modeln. Ist das nicht toll? Tja, ich weiß nicht. Das eine Mal hat mir eigentlich gereicht. Willst du es dir denn nicht erst einmal überlegen? Nein. Wenn das dann alles war? Ja. Okay, ich will euch nicht weiter stören. Ja, aber... Also an dir fehlt nur noch die Zigarre. Ich philosophiere gerade. Oh, soll ich dir aus der Sonne gehen, Diogenes? Nimm einmal an, es gäbe ein sehr interessantes Angebot. Wenn ich es aber annehme, wird jemand, mit dem ich schon eine Vereinbarung getroffen habe, sehr sauer sein. Tja. Also müssen wir diesen Auftrag irgendwie aufteilen. Du meinst, ich soll mit beiden arbeiten? Dabei kannst du nur gewinnen. Du hältst dir den einen Anbieter, mit dem du bereits in Verhandlungen bist, warm und lässt aber gleichzeitig durchblicken, dass du nicht auf ihn angewiesen bist. Arno, von dir kann ich noch viel lernen. Hm? Mal zur Praxis. Philipp, setzt du dich nachher noch einmal mit dem Hinz in Verbindung. Ich möchte sicher gehen, dass die Stahlträger morgen Mittag pünktlich geliefert werden. Arno, die Stahlträger kommen nicht von der Hinze KG. Wie bitte? Ich habe bei Diesel bestellt. Sie bieten bessere Qualität an. Philipp! Die Qualität der Stahlträger von Hinze ist einwandfrei. Wir haben keinen finanziellen Spielraum für so einen zusätzlichen Schnickschnack. Du weißt es doch. Es wird Brandenbau keinen Pfennig mehr kosten. Es tut mir leid. Ich dachte auch, dass sie es macht. Okay, ciao. Hatte sie fest mit Isabel gerechnet? Ja, ich hatte Mom quasi zugesagt. Der Fotograf für die Probenaufnahmen war auch schon bestellt. Ich dachte, sie wäre begeistert. Ja, normalerweise wäre sie das auch bestimmt gewesen. Geht es ihr denn wieder schlechter? Oh nein, nein. Alles bestens. Es hat wohl eher mit mir zu tun. Isabel glaubt vermutlich, dass das Angebot meine Idee war. Ja, aber selbst wenn. Das ist doch noch lange kein Grund, einfach abzusagen. Für Isabel schon. Sie hasst es, wenn ich mich in ihr Leben einmische. Sie fühlt sich sofort übergangen und bevormundet. Du hast doch mit dem Angebot überhaupt nichts zu tun. Ja, das weiß sie doch nicht. Sie denkt bestimmt, ich hätte dich darum gebeten, etwas für sie aufzutun. Oh mein Gott, ist das alles wieder kompliziert. Das kannst du wohl laut sagen. Meine Schwester ist bei diesem Thema extrem empfindlich. Hallo. Oh, sagen Sie nicht, dass Sie auch einen Job für mich haben. Nein. Das wäre auch zu auffällig gewesen, wenn gleich zwei Jobs vom Himmel fallen. Ich verstehe nicht ganz. Caroline hat sich etwas Neues ausgedacht. Sie kauft mir keine Freunde mehr, sondern Jobs. Damit sie sie nicht mehr durchführen muss? Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Aber nein, das glaube ich nicht. Sie hat genug Geld geheiratet. Was für ein Job ist es dann? Ich soll modeln. Für die Kosmetikfirma von Ninas Mutter.
Caroline hat so getan, als käme der Vorschlag von Nina, aber ich bin ja nicht total bescheuert. Lehnen Sie doch einfach ab. Das habe ich doch schon. Den Gefallen, mich anschließend bei ihr bedanken zu müssen, tue ich Caroline nicht. Dann vergessen Sie die Sache und regen sich nicht länger drüber auf. Und jetzt, ich muss weiter. Erst kauft sie mir Sie als Unterhalter und jetzt diesen Modeljob. Es wird Zeit, dass ich ihr mal klar und deutlich sage, was ich von ihren Einmischungen halte. Lassen Sie das bloß sein. Wir hatten doch vereinbart, dass Sie sich zusammenreißen, bis uns eine gute Strategie eingefallen ist. Sie meinen, ich soll ihr weiterhin die liebe, nichtsahne Schwester vorspielen? Auf jeden Fall. Und jetzt entschuldigen Sie mich, aber ich bin mit Clarisse von Anstetten verabredet. Und das haben die Bullen nicht abgekauft? Nee, aber die waren ganz cool drauf. Ich habe ihnen versprochen, Gabriela keine Privatstunden mehr zu geben. Und da haben sie noch mal ein Auge zugedrückt. Schwein gehabt. Allerdings. Naja, ich meine, ein paar Stunden mitten in der City auf dem Parkplatz, das kann ja nur daneben gehen. Ihr hättet auf einem einsamen Waldweg üben sollen oder so. Ja, das machen wir beim nächsten Mal auch, ne? Nein, Daniel, kommt gar nicht in Frage. Am Ende erwischen sie Polizei nochmal und ich kann meinen Führerschein endgültig vergessen. Also bin ich als Fahrlehrer gefeuert, oder wie? Mhm, für die Praxis schon. Jetzt nehme ich nur noch Stunden in meiner Fahrschule. Was soll das? Sie haben fest versprochen, mich beim Bau der Messehalle finanziell zu unterstützen. Aber ich habe nie gesagt, dass ich Millionen zuschießen werde. Bitte, es steht noch nicht mal eine Wand und Sie wollen 750.000 Mark? Aber ich habe doch schon mal erklärt, warum wir die besten Stahlträger nehmen müssen, die auf dem Markt sind. Ich bin mir sicher, dass kein Mensch den Unterschied merkt. 750.000 Mark sind für Sie eine lächerliche Summe. Warum stellen Sie sich so an? Sie sind doch sonst so klug. Denken Sie doch mal nach. Wenn es wegen dieses Treffens mit dem Jürgen Hiller ist, dann... Exakt. Mir hat das gar nicht gefallen, dass Sie versucht haben, Hiller auszufragen. Und jetzt noch einen schönen Tag. Hi. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich heute Nachmittag so unfreundlich zu dir war. Du hast gedacht, Caroline steckt hinter dem Jobangebot, stimmt's? Wie kommst du denn? Caroline hat dir von unserem Krach erzählt. Mhm. Also die Idee, dich zu engagieren, kam ursprünglich von meiner Mom. Caroline hat wirklich nichts damit zu tun. Aber deine Mutter hat mich doch noch nie gesehen. Doch, auf den Fotos für die Lesbenkampagne. Sie hält dich im Übrigen für ein großes Talent. Ich habe doch nur gemacht, was der Fotograf wollte. Ja, aber das ist wirklich gut. Die Fotos sind super geworden. Naja, und dass du gut aussiehst und Ausstrahlung hast, das muss ich dir ja nicht erst sagen. Ja, aber eine Kampagne für eine Kosmetikfirma, sowas machen sonst nur Profimodels. Mhm, üblicherweise schon, aber Mom wollte eben mal was anderes. Traust du mir das wirklich zu? Na klar. Außerdem ist es doch nur ein Probeshooting. Hm? Ich will mich trotzdem nicht blamieren. Ja, aber Gabo Palai, der Fotograf, ist wirklich sehr nett. Du wirst sehen, das wird alles ganz easy. Okay, überredet. Ich bin dabei. Ja. Brandner? Ah, Herr Distel. Ja, Sie rufen an wegen der Stahlträger. Ja, im Moment ist mein Cousin unterwegs. Da kommt er schon. Ich verbinde. Danke, ich freue mich. Danke. Distel. Das auch noch? Oh, ich habe solche Kopfschmerzen. Warte, warte, entschuldige bitte. Danke. Herr Distel? Ach, Sie wollten den Vorschuss bis heute? Also habe ich Sie falsch verstanden. Ich dachte bis morgen. Ja, ich verstehe. Ohne Vorschuss läuft gar nichts. Ja, dann ich bringe Ihnen bis morgen Mittag das Geld vorbei. Klar. Ja, bis dann. Ja, klappt's mit der Lieferung? Ja, die Stahlträger sind morgen Mittag da. Ich bin dann auch auf der Baustelle. Philipp? Die hochwertigen Stahlträger zum gleichen Preis zu bekommen, das ist wirklich ein Schnäppchen. Ich bin stolz auf dich. Trinken wir ein Bier auf deine erfolgreichen Verhandlungen? Ein anderes Mal, ja. Ich habe wirklich starke Kopfschmerzen. Oh, es kommt vom Philosophieren. Ich bin zu Hause. Clarisse, du hast deine Chance gehabt. Herr Hiller? Philipp Brandner. Ja, ich wollte fragen, ob wir uns morgen früh treffen könnten. Ich möchte Ihnen meine Entscheidung mitteilen.
Uli liegt im Krankenhaus. Blutvergiftung, er ist im Schneiders umgekippt. Es geht ihm aber schon besser. Mhm. Wollen wir ihn nachher besuchen? Ja, ich muss doch gleich Ninas Schicht übernehmen. Sie hat irgendwas Wichtiges vor. Ja, typisch. An uns bleibt hier sowieso alles hängen. Mein Bruder hat mir auch schon seine Schicht aufs Auge gedrückt. Naja, der ist halt immer noch total fertig wegen Kati. Hätte halt keinen Bock auf sowas. Ja, hätte ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass Gabriella mit einem anderen Typen... Und jetzt? Ist Schluss zwischen den beiden? Keine Ahnung. Hi. Hi. Und? Wie war der Test? Total einfach. Ich habe alles gewusst. Aha. Warum bist du denn noch angezogen, ne? Ha, ha. Wollen wir vielleicht hochgehen? Lernen? Nein, tut mir leid. Ich habe gleich meine erste Überlandfahrt. Schade. Hi. Oh, hallo. Hi. Und da ist auch schon mein Fahrlehrer. Können wir dann? Ich habe noch einen anderen Schüler im Wagen. Ja, klar. Gut. Pass gut auf dich auf, ja? Mach ich. Ciao. Wieso möchten Sie ausgerechnet mit mir zusammenarbeiten? Mir vertraut Clarissa nichts an. Ihnen schon? Ich soll also spionieren. Genau. Und was machen Sie? Ich lobe Sie. Falls Sie sich nützlich gemacht haben. Ich mache die Drecksarbeit und Sie sahnen ab. Wenn Ihnen das nicht passt, dann suche ich mir eben jemand anderen. Und Sie können bis an Ihr Lebensende für ein durchschnittliches Monatsgehalt Häuschen zeichnen. Na schön. Von mir aus sind wir im Geschäft. Gut. Eine kleine Bitte hätte ich aber. Ja? Ich habe momentan ein kleines finanzielles Problem. Mir wäre es lieb, wenn ich... Ach, vergessen Sie es. Sie kriegen erst etwas, wenn Sie sich nützlich gemacht haben. Wie sieht es mit dem Kredit aus? Okay. 500. Die kriege ich aber nächste Woche wieder zurück. Ich dachte eigentlich am mehr. 750. 1000. Das nennen Sie ein kleines finanzielles Problem? Ich würde sagen, Sie sind pleite, mein Junge. Das Geld ist nicht für mich. Ich will es in den Bau der Messehalle stecken. Sie wissen doch, unser Prestigeprojekt. Ich will, dass wir uns mit dieser Halle einen Namen im Bereich Messebau machen. Und das klappt nur, wenn wir ausschließlich hochwertige Materialien verwenden. Anders gesagt, das soll so etwas wie eine Visitenkarte für Sie werden. Ja, aber von den Folgeaufträgen würden Sie auch profitieren. Schließlich sind Sie doch Teilhaber. Nicht mehr lange, wenn Sie sich richtig ins Zeug legen. Also gut, Sie kriegen das Geld. Danke. Ich nehme an, dieser kleine Deal soll unter uns bleiben. Und da wäre noch was. Ich bräuchte das Geld jetzt gleich. Aber mein Kaffee kann ich noch austrinken. Und? Was hältst du von Isabel? Ich mag ihre natürliche Art. Aber sie scheint ein bisschen nervös zu sein. Naja, sie macht das jetzt zum zweiten Mal. Kannst du ihr da nicht irgendwie die Hemmung nehmen? Ja, ich bin ganz nett zu ihr. Aber wenn sie es nicht bringt, werde ich es ihr sagen. Ich will deiner Mutter keine schlechte Arbeit abliefern. Ja, okay. Isabel, ich glaube, wir sollten uns duzen. Ja, klar. Betonst du die Wangen noch ein bisschen? Ja, super. Ich glaube, wir haben mit dir einen ganz großen Glücksgriff getan. Jetzt machen wir erstmal ein paar Schnappschüsse. Ganz locker. Okay. Fertig? Ja. Na dann los. Keine Angst. Hier wird kein Mensch gefressen. Kamera. So, gehst du mal bitte rüber zum Cockpit? Ja. Und dreh dich mal ein. Ja. Super. Ja, schön, bleib bei mir. Und lächeln. So. Nächsten Dienstag, 10 Uhr. Okay. Ich hole dich dann zu Hause ab, ja? Ja, schön. Bis dahin solltest du dich dringend noch mal mit den Vorfahrtsregeln auseinandersetzen, Miguel. Okay, mach ich. Ha? Ja. Tschüss. Ciao. Und adios. Buenas adios. Suerte. Gracias, ciao. So. Anstallen, bitte. Ja. Worüber habt ihr euch eigentlich die ganze Zeit unterhalten, du und Miguel? Ich habe kein Wort verstanden. Ihre Spanischkenntnisse scheinen sich wohl nur auf Buenos Dias zu beschränken, was? Hola, cerveza, por favor. Ja, das habe ich auch noch drauf. Ja, das sind ja auch die wichtigsten Sätze. Ja, für den Urlaub reicht's. In Spanien sprechen eh alle Deutsch. Das sieht man doch an dir und Miguel.
Ich komme aus Venezuela. Aus Südamerika? Hm. Dafür bist du aber sehr, sehr zurückhaltend. Ach bitte, Herr Bona, kommen Sie mir jetzt nicht mit diesem Klischee der heißblütigen Zumba-Tänzerin. Nein, 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 ach nein, das meinte ich gar nicht. Ich habe mir Südamerikanerinnen nur, ja, temperamentvoller vorgestellt. Ich bin nicht immer so ruhig. Habe ich es mir doch gedacht. Aber versprich mir eins, ja? Versprich mir, dass du dir dein Temperament für die Männer aufhebst. Ich will die Fahrt überleben. Okay, okay. Klar. Also los. Ja. Ja, wunderbar. Was macht ihr eigentlich das Mittagessen? Ja, klasse, komm, dann machen wir jetzt erstmal eine Mittagspause. Isabel, du warst spitze. Danke. Nach dem Mittagessen wirst du neu geschminkt und dann geht's weiter, okay? Okay. Isabel, du warst spitze. Was ist das denn? Salat? Wie soll ich denn an meine Figur halten? Na, ich fotografiere jetzt nur noch Mode für Mollige. Der kriegt man wenigstens was Anständiges zu essen. Kann ich eigentlich noch irgendwas besser machen? Nein, du warst göttlich. Ja, dann guten Appetit. Mhm. Ebenso. Glaubst du, er hat es ernst gemeint, dass ich so gut war, meine ich? Klar, auf jeden Fall. Wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das auch. Das hast du ja eben mitgekriegt. Allerdings. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Ich bin so glücklich, dass ich den Auftrag doch noch angenommen habe. Ich glaub es nicht. Seit 2 Stunden sitzen wir hier und machen Mittag. Tut mir leid, Chef. Aber ohne die Stahlträger können wir nicht weitermachen. Ja, weiß ich, ja, weiß ich. Also zum 10. Mal meinen Cousin zu erreichen. Und wenn Sie mal bei der Firma Distel anrufen? Habe ich x-mal versucht. Der Herr ist in einer Besprechung. Sein Personal kann mir nicht weiterhelfen. Komischer Laden. Das kannst du laut sagen. Unglaublich, es klingelt. Philipp, wo steckst du denn, Junge? Die Stahlträger sind immer noch nicht geliefert worden. Ich soll mich beruhigen. Du machst mir Spaß. Seit 2 Stunden sitzen meine Arbeiter hier und machen Mittag. Was denn? Wohin soll ich gucken? Schieß mich jetzt? Ja, genau. Ja, hilf mir dich. So. Beim Überholen hast du immer noch ein bisschen lang gezögert. Aber das ist typisch für Anfänger. Wenn du erst sicherer bist, dann wird das schon. Wann sollen wir denn die nächste Fahrstunde machen? Darüber sprechen wir gleich. Erzähl doch noch ein bisschen was über dich. Ich interessiere mich immer sehr für meine Schülerinnen. Ja, nächstes Mal, okay? Aber sie haben bestimmt auch noch Fahrschüler. Ich habe den Rest des Tages freigenommen. Extra für dich. Das ist nett, aber... Was aber? Ich bin noch mit meinem Freund verabredet. Du kannst warten. Sag mal, wann genau bist du denn so temperamentvoll? Was soll Im das? Im Bett? Lass mich! Na komm, zieh dich nicht so. Du stehst doch auch auf mich, ne?